Okay, dann fangen wir an zum letzten Slot. Schön, dass noch ein paar da sind. Ich weiß, es ist echt schwierig. Etwas abgeänderte Titel meines Talks ist einfach, ja, warum ist Mesos und Aurora eigentlich echt geil einzusetzen? Und ich fange jetzt mal woanders an. Also warum kann ich euch darüber was erzählen? Also zum einen habe ich ein bisschen an Apache Aurora mit contributed und zum anderen kümmere ich mich bei der guten Frage eben um den Infrastrukturbereich. Gute Frage, es ist echt spannend, dort zu arbeiten, weil es ist einfach eine Webseite. Wir erreichen eigentlich irgendwie halb Deutschland. Das ist eine große Herausforderung, einfach weil wir uns halt auch zum Ziel gesetzt haben, ja, dass wir möglichst gut erreichbar sind. Das ist leider nicht immer der Fall. Das ist einfach, ja, es sind Computersysteme, die gehen halt auch mal kaputt oder man hat auch mal einen großen DDoS von außen. Aber wir probieren zumindest von unserer Seite aus, dass wir halt echt hochverfügbar und auch was ganz wichtig ist, wenn man eben ein hohes Entwicklungstempo hat, dass man sehr, sehr gut skalieren kann einfach und schnell skalieren kann. Ich gehe mal so ein bisschen zurück in die Vergangenheit, also wo kommen wir her? Das war vor, ja, ungefähr fast jetzt 10 Jahren. Das Internet war gefühlt noch so ein bisschen schwarz-weiß. Und ja, es hat halt damals einfach so als für so ein kleines Startup eben gereicht, ja, wir mieten uns irgendwo einen Server und dann haut man noch ein PHP drauf und MySQL und die Welt ist gut. Es ist nicht besonders dramatisch, wenn die Webseite nicht erreichbar ist, weil man macht eh noch kein Geld irgendwie damit. Aber ja, es fängt halt so an. Und wenn man dann das Glück hat, dass man ja dann doch irgendwann mal Geld damit verdient, kann man es auch langsam ein bisschen skalieren. Man fängt dann schon so an, ja okay, wir trennen eigentlich die Systeme voneinander. Also man hat nicht mehr eine Datenbank mit auf dem Webserver laufen, weil ja, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und ja, haben dann eben so angefangen, ja, okay, wir trennen jetzt eben mal PHP von MySQL und es kam dann vielleicht noch der ein oder andere Service dazu. Das war dann auch so der Zeitpunkt, wo man dann weg von einem normalen Provider gegangen ist und sich irgendwo in einem Rechenzentrum eingemietet hat und hatte dann das erste Rack. Und ja, es ist langsam gewachsen. Und wenn man dann ja noch einen Schritt weiter geht und irgendwie nicht so ganz aufpasst, was auch die Entwickler machen, dann entsteht da so ein bisschen so ein Wildwuchs irgendwie. Also man hat dann auf einmal hier viele Frontend-Rechner und ja, man hat natürlich noch immer die Datenbank. Jetzt kam dann auch noch das eine Team und hat gesagt, okay, wir brauchen jetzt noch einen Redis, weil wir wollen irgendwie einen schnellen Zwischenspeicher haben. Den Memcache, den wir eben im Einsatz haben, reicht uns nicht. Den brauchen wir aber für eine andere Stelle noch. Also man hat auf einmal eigentlich zwei Systeme, die das Gleiche machen. Aber ja, es kommt noch ein Recommendation-System dazu. Und das ist wächst einfach irgendwie. Ja. Und das ist dann so an der Stelle, hat man auch nicht mehr nur einen Rack, sondern wir waren jetzt dann bei drei. Ja, und weil es gerade irgendwie interessant und hip zu der Zeit ist, fängt man dann auch mit Virtualisierung an. Man schaut natürlich schon auch, ja, wie schaut es in der Cloud aus. Also man wächst irgendwie organisch. So. Und wie es jetzt bei so Systemen eben einfach oft der Fall ist, ja, fällt mal das eine oder andere aus. So, das ist dann bei Systemen, die redundanter ausgelegt sind, jetzt nicht so dramatisch. Also wenn bei uns ein Webserver wegfällt, dann mai, egal. Bei einem Memcache-Server merken es die User schon irgendwie, weil wir dann noch immer unsere User-Sessions drüber laufen lassen. Das heißt, die sind auf einmal ausgelockt. Also es hat schon ein bisschen Impact. Und ja, das sind halt einfach irgendwie viele Systeme, wo wir verwalten sie zwar schon mit Chef, also es ist der einzelne Server ist an dem Punkt schon irgendwie nicht mehr ganz so interessant, aber letztendlich will man eigentlich zu einem System, wo der einzelne Server einem total egal ist. Ja? Also wer hat gestern von Chris den Vortrag gehalten, den mit
gehört. Ja. Ja, ihr, ah, ja, genau. Also, wenn man sich in so ein System mit SSH rein einloggt, dann macht man eigentlich was falsch. Oder man muss sich zumindest überlegen, ja, was passiert da gerade und warum muss ich das überhaupt machen? Kann ich das nicht irgendwie, ja, anders lösen? Deswegen, also so ein System, der einzelne Server ist völlig überflüssig eigentlich. Wir haben uns damals umgeschaut, ja, wie machen das eigentlich die Großen? Also, das ist eigentlich immer ja gar nicht so schlecht zu schauen, was so erfolgreich alles schon läuft. Und sind dann eigentlich auf ein System irgendwie gestoßen, was eben von ein paar größeren Firmen schon im Einsatz war. Und jetzt Apple zum Beispiel hat jetzt, die Mesos-Con war jetzt vor ein paar Tagen, hat jetzt Apple auch endlich mal ein bisschen mehr Internas ausgeplaudert, was die so damit gemacht haben. Und die haben vor einem Jahr ihr komplettes Siri-System auf Mesos jetzt am Laufen, zum Laufen gebracht. Twitter setzt das schon ganz lange ein. Und ja, genau, also wo ich hin will, die Software, die alle Firmen einsetzen, ist Mesos. Kommt eigentlich so ein bisschen auch aus dem universitären Umfeld. Also es wurde an der UC Berkeley als so kleines Projekt gestartet. Und Twitter hatte damals das Problem, da gab es ganz viele Google-Mitarbeiter, oder also Ex-Google-Mitarbeiter, die hat gesagt, oh, als wir bei Google waren, da gab es dieses coole System Borg. Und das hätten wir halt auch gern. Aus Borg ist inzwischen eigentlich Kubernetes geworden, was jetzt schon ein bisschen bekannter ist. Also der Zwischenschritt war noch Omega. Aber ja, so ein System, wo ich halt eben ja, Ressourcen reservieren kann. Und wie gesagt, der einzelne Server ist uninteressant. Und Twitter hat das dann eben so ein bisschen unter die Fittiche genommen, uns dann eingesetzt und ist eben auch derjenige, die das schon recht lange am Laufen haben und sich jetzt auch um die Weiterentwicklung und im Open-Source-Umfeld eben kümmern. Das ist inzwischen ein Apache-Top-Level-Projekt auch. Und das System an sich ist eigentlich echt easy. Also es ist auch relativ anspruchslos, was wenn es so um andere Dienste, die als Dependencies geht, geht. Und zwar, man hat verschiedene Mesos Master. Wichtig ist eigentlich noch als externer Dienst hier ein Zookeeper. Da wird ein bisschen State drin gespeichert und es geht auch so um die Master Election, also welcher dieser verschiedenen Mesos Master ist tatsächlich der, mit dem ich spreche. Und dann hat man ganz viele Slaves. Und die Slaves sind eben die Arbeitsmaschinen. Kann Hardware sein, können auch VMs sein. Gerade eben jetzt, wenn man vorhin überlegt, jetzt Netflix als die bekannteste Firma eigentlich, die rein auf AWS läuft. Die benutzen eben Mesos auf AWS. Twitter wiederum hat um die 40.000 Hardware-Nodes in Mesos-Cluster drin. Und ja, die haben eben alle so ein Setup, wie hier beschrieben ist. Was es noch gibt, was hier oben noch als Scheduler beschrieben wird, was eigentlich aber im Mesos-Speech Framework heißt, sind dann eben eigentlich die Prozesse, die sich um die Verteilung der Arbeit eigentlich kümmern. Und hier in dem nächsten Slide sieht man eigentlich ganz gut, was da eigentlich so passiert. Es gibt eben die Arbeitstiere, die Slaves, die an den Master ihre Ressourcen melden. Ja, also ich habe hier, hallo Master, ich habe ein paar CPUs frei, ich habe so und so viel Arbeitsspeicher, sag mir, was ich damit tun soll. Der Master speichert das, gibt es dann an die Frameworks weiter, also als Angebot. Hier, also ich habe jetzt ein Framework laufen für Hadoop zum Beispiel und ein Framework, das sich um den Jenkins kümmert und sagt, ey, hier, ihr Frameworks braucht ihr gerade irgendwie Ressourcen. Ich habe Folgendes im Angebot, könnt ihr was damit machen? Die Frameworks entscheiden dann, ja, ich könnte jetzt was brauchen und geben dann eine Taskliste zurück, eben zusammen mit den Ressourcen, die sie dafür brauchen. Und der Master wiederum gibt das dann an die Slaves weiter und sagt, hier, starte mal dieses Programm
da werden jetzt diese Ressourcen belegt, mach was draus. Und es gibt eben den, ja, zwei Arten eigentlich von Werten, die interessant sind bei so einem Mesoslave. Das sind eben einmal die Ressourcen, die tatsächlich verbraucht werden, wenn ein Programm draufläuft. Also es ist jetzt eben klar klassisch CPU und Arbeitsspeicher, Festplatte. Das sind aber auch die TCP-Ports. Ja, also wenn ich jetzt gerade in einer Microservice-Architektur, ich muss auf irgendwelchen TCP-Ports lauschen, die werden auch von Mesos eben verwaltet, dass es eben nicht irgendwie passiert, dass was doppelt auf einem Port lauscht, was ja irgendwie tödlich wäre. Auf der anderen Seite gibt es Attribute bei so Slaves. Das ist ganz, ganz einfach halt eben sowas wie eine Host-ID oder Hostname, dass das System identifiziert. Das kann aber eben auch sein, ein Storage-Typ, also Attribut hier, Festplattentyp sind SSDs oder eben, ja, keine Ahnung, eben auch Betriebssystem oder interessant auch eine Rack-ID, also in was für einem Rack steht dieses System. Das ist dann später nochmal, komme ich darauf zurück, das wird dann ganz interessant. Es gibt für Mesos inzwischen eigentlich recht viele Frameworks. Klar, also jetzt Jenkins, Hadoop, Cassandra, das ist alles so, was schon irgendwie drauf läuft. Irgendwie, weil einige Systeme tatsächlich noch eher so ein bisschen Proof of Concept sind, andere schon durchaus sehr lange im Produktiveinsatz sind. Und eins dieser Systeme ist eben Aurora, weil man braucht ja auch irgendwie ein System, das, also bei uns, wir haben unsere Jar-Files, die wir für die Microservices, die sollen irgendwo laufen. Wir möchten nicht ein eigenes Framework schreiben dafür, weil es braucht es eigentlich nicht. Also wir wollen ein System haben, dem wir sagen, okay, 10 Instanzen von dem und dem Jar-File, mach was. Und genau das kann eben Aurora abdecken und wir müssen es nicht nochmal neu schreiben, ja, weil wozu das Rad nochmal neu erfinden. Das ist die offizielle Beschreibung von dem, was Aurora tut. Das Schöne ist eben nicht nur, dass man damit ja unsere Long-Running Services starten cann, sondern eben auch Cronjobs verteilt in einem System halt laufen lassen kann. Was eben auch für uns ganz spannend ist, weil wenn irgendwo eine Kiste ausfällt, auf der ein lokaler Cronjob drauf ist, der aber wichtig ist, dann ist es halt echt immer kacke. Weil oft ist es dann auch noch so, dass man irgendwie kein gutes Alerting oder Monitoring hat und das vielleicht gar nicht mitbekommt. Deswegen auch ein Cron, der verteilt und ausfallsicher ist, ist da echt ein großer Pluspunkt. Gerade wenn man jetzt eben so eine Microservice-Architektur hat, muss man diese laufenden Instanzen ja auch irgendwie finden. Also was bringt es mir, wenn ich einen Service starte, mit dem niemand spricht? Aurora hat da als Lösung schon auch mit eingebaut eine Discovery via über einen Zookeeper. Das heißt, Aurora speichert in einen Zookeeper, in einer Pfadstruktur, die laufenden Instanzen eines Services rein. Und ein Client muss sich halt nur auf den Zookeeper verbinden, holt sich eine Child-Node-Liste aus dem Zookeeper raus und sieht dann, okay, von dem Service laufen jetzt 10 Instanzen unter der IP und dem Port. Dann kann ich sie ansprechen. Und Zookeeper hat ja auch die Möglichkeit, dass man einen Watcher auf Node setzt. Das heißt, auch wenn sich da was tut, wenn ein Service neu deployed wird, wird der Client kriegt eine Notification, dass sich was tut, dass er diese Liste neu laden muss, damit er eben auch mit, ja, immer eine aktuelle Liste hat an Services, mit denen er sprechen kann. Weil, ja, da tut sich ganz oft was in diesen Nodes. Wir deployen halt recht häufig und wir sagen auch, ja, es muss ein Deployment ohne Downtime sein. Das heißt, Aurora unterstützt da einen Rolling-Update-Mechanismus. Also wenn wir jetzt sagen, okay, der Antwort-Service hat eben seine 10 Instanzen, dann wird er stufenweise immer praktisch aktualisiert mit
es werden immer zwei Instanzen nur aktualisiert. Die laufen dann, es wird ein Health-Check gemacht. Wenn alles okay ist, werden die nächsten zwei Instanzen gemacht. Hat natürlich Voraussetzungen auf der Entwicklerseite, dass diese Updates immer rückwärtskompatibel sind. Das ist ganz wichtig. Aber mit so einem System hat man dann halt auch die Sicherheit sozusagen, dass man keine Downtime hat während den Deployments. Es gibt in Aurora eben auch noch die Möglichkeit, Constraints für Services zu definieren. Und da ist es eben so, da gibt es entweder Limits oder Values als Constraint. Also das eine ist eben, ich kann bei einem Job definieren, ja, der muss jetzt auf einer Kiste laufen, die das Attribut SSD hat. Also Festplattentyp ist SSD. Oder eben Limit heißt einfach ein Maximum. Also in dem Beispiel jetzt, in einem Rack dürfen nur zwei Instanzen eines Services laufen. Also da geht es auch wieder um diese Ausfallsicherheit, weil klar, es bringt mir nichts, wenn 10 Instanzen meines Services auf nur einer Kiste laufen oder nur auf einem Rack, weil wenn das Rack weg ist, dann ja, ist alles weg. Und so kann ich mich eben um die Verteilung der Services gleichmäßig kümmern oder eben ein bisschen noch Limits setzen. Aussehen, ja, oder arbeiten, sagen wir es mal so. Die meiste Arbeit kann man eigentlich mit einer recht angenehmen CLI machen. Oder es gibt auch ein REST-Interface. Wenn man aber so ein bisschen einfach mal iCandy braucht, ja, wobei iCandy ist es auch nicht, dann hat man auch ein Web-Interface, wo man eben einfach so einen Status sieht. Also es gibt verschiedene nochmal Environments, die definiert sind, um eben auch so ein Testsystem zum Beispiel aufzubauen, die dann auch unterschiedliche Pfade im Zookeeper haben. Wenn man eben diese Unterscheidung braucht, dass man Test- oder Staging-Services hat. Man sieht eben auch, wie viele Tasks gerade laufen, wie viele noch auf Ausführung warten, weil es ist zum Beispiel halt auch so, dass vielleicht gibt es gerade keine Ressourcen für den Service. Ne? Vielleicht sind einfach alle CPUs belegt, ja, dann sind halt eben noch ein paar pending. Sollte natürlich bei Produktiv-Services eigentlich nicht der Fall sein. Deswegen gibt es auch noch interessant, also es gibt das Environment Production und ein Flag Production. Es gibt die Möglichkeit, dass man für Real Production, also das Flag Production, Ressourcen reserviert. Die müssen dann auch tatsächlich da sein, die können nicht überbucht werden. Während bei allen anderen Sachen ist es eben so, ja, ein First Come, First Serve. Da kann dann eben auch, also gerade bei Twitter ist es so, dass eigentlich jeder Entwickler auf diesen Mesos-Cluster kann und Sachen starten. Durch dieses Quota ist halt sichergestellt, dass sie nicht Production, also die Webseite, in Mitleidenschaft ziehen. Man kann sich dann auch nochmal so eine Instanz angucken, wo man dann eben auch sieht, was für Ports zugewiesen wurden. Man sieht auch die Auslastung, was jetzt so ein Teil tatsächlich braucht. Es gibt ein Task, also eine Instanz, besteht aus mehreren Prozessen, die man halt mehr aufbauen kann. Also sowas wie, hier hol dir das Char-File von einem HDFS oder von einem Jenkins, ruf's auf. Vielleicht auch gibt's noch andere Sachen, wo dann parallel noch ein Health-Check mitlaufen kann. Und da kann man dann auch nochmal halbwegs schön in die Standard-Outlogs gucken, wenn man das mag. Es empfiehlt sich dann natürlich schon, irgendwie ein zentrales Logging-System zu haben, wo man eh alles reinloggt. Ja, das ist jetzt ein System, das, wie gesagt, Twitter und auch Apple und Co. im großen Stil einsetzen, aber bringt uns das als dann doch im Vergleich sehr kleine Firma was? Ist da, ja, also lohnt sich dieser Schritt einfach umzusteigen? Und wie gesagt, also Twitter lässt es auf 40.000 Servern laufen, wir lassen es auf 10. Also ist dann doch mal ein bisschen anderer Scale. Also 10 Slaves. Wir haben
Wir haben da tatsächlich noch natürlich den Zookeeper, den wir aber eh brauchen. Wir haben noch ein HDFS im Einsatz, brauchen wir auch eh. Also es ist tatsächlich nicht so viel, was wir jetzt neu dazu aufsetzen mussten. Und ja, also das System bringt uns tatsächlich was, auch in diesem kleinen Stil, weil es uns eben eigentlich die Flexibilität ermöglicht, schnell mit System, also mit Instanzen und Services rumzuspielen. Also es kann auch ein Entwickler bei uns kann eben auch eine Aurora-File schreiben, um was auf diesen Cluster zu pushen. Und man muss nicht eben erst irgendwo woanders eine VM oder so dafür organisieren. Also das ist gerade um die Entwickler glücklich zu machen, dann doch ein echt schönes ein schönes Tool. Außerdem kümmert sich. Auf welchen Wege kommen denn dann die Bäume-Daten auf die Aurora-Space? Also du schreibst ein Aurora-File, wo der gesamte Job definiert ist, wo dann eben auch also zum Beispiel halt drin steht, ja, ein Hadoop FS-Get oder ein WGET vom Jenkins-Server zum Beispiel halt, wo alles geholt wird. Und da stehen dann auch die richtigen Kommandozeilen stehen da drinnen. Und das wird dann auf dem Slave in der Bash ausgeführt, sozusagen, ja. Ich würde gerne am Ende lieber eigentlich. Also dann sehr gerne. Jetzt bin eh viel zu fix dadurch. Wir haben am Ende noch genug Zeit für Fragen. Was Aurora auch macht, was da eben schön ist und eben auch zum Thema Flexibilität dann dazu passt, ist, wir können halt einfach neue Slaves dazu packen. Die sind halt ein Default-System. Und auch Aurora kümmert sich selbst um, wenn es merkt, dass halt eben zu wenig Instanzen von einem Service laufen, dass sie woanders wieder neu gestartet werden. Also wenn jetzt eben ein Server ausfällt, dann dauert es ein bisschen und dann werden sie woanders neu gestartet. Also das ist dann eben auch, ja, müssen eben nichts machen. Das ist sehr, sehr angenehm. Aurora ermöglicht eigentlich auch bei uns eben diese Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir haben wollen, weil also ich habe schon gesagt, eben die Entwickler können Aurora-Files selber schreiben, wenn sie wollen. Und es ist einfach viel weniger an Systemen irgendwie da. Also wir hatten davor, wir haben mal so in einer idealen Welt irgendwie geplant, so jeder Service hat eine eigene VM und eben ganz viel Overhead. Ja, und dann standen wir halt am Ende irgendwie mit 200 VMs da, die alle irgendwie gepatcht werden wollten und auch ein Chef ist dann da, ja, schön, aber das sind halt trotzdem einfach, ja, Overhead. Und so können wir halt eben mit einem einfachen Command-Line-Befehl skalieren. Sagen, okay, wir brauchen jetzt keine 5 Instanzen mehr von einem Service, sondern halt 10. Außerdem laufen wir auch wieder jetzt mit den Services nicht mehr nach VM, sondern auf Bare Metal. Und wir haben schon gesehen, also gerade wenn es so um Latenz-Sachen geht, dass VMs oft dann irgendwie so in den höheren Perzentilen echt instabil werden, während eben im Vergleich zu Bare Metal bleibt es halt einfach, ist der P50 gleich wie der P90. Also deswegen sind wir da eigentlich auch wieder recht froh, auf Kisten, auf Hardware zu laufen. Nichtsdestotrotz, also Aurora bzw. Mesos hat schon eine Ressourcenisolierung drin. Also das intern setzt es auf C-Groups. Das heißt, wenn man will, wenn man es einschaltet, ist es schon so, dass so ein Instanzenprozess auch gekillt wird, wenn es mehr Ressourcen braucht, als es eigentlich darf. Also das ist schon noch da. Mesos und Aurora hilft uns auch eigentlich bei unserem Continuous Delivery. Das ist eben die,
ja, mit jetzt die Basis eigentlich für unseren gesamten agilen Prozess, der jetzt so ausschaut. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so spannend. Wir haben den Jenkins, dort werden nach einem Commit die Builds angestoßen. Es wird sofort danach auf einen Canary-Service deployed. Das heißt, es ist also die neue Version des Services, die auch schon live Traffic abbekommt, um dann zu sehen, wie, also an der Stelle noch nicht, aber dann später kriegt er auch Live-Traffic ab, um zu sehen, wie die Fehlerraten sind. Also hat man mehr Fehler in den Logfiles als davor? Wenn ja, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Es werden auch nochmal Large- und Regression-Tests gegen den Canary gelaufen, gefahren. Es wird auch geschaut, ob die alten Services noch mit der neuen Version sprechen können. Also ob da noch alles passt. Und wenn das dann durchläuft, dann wird dieses Rolling Upgrade gemacht von den bestehenden Service-Instanzen. Und ja, das ist halt bei uns, irgendwie sind es so 100 Deploys am Tag, die wir damit fahren. Und eben zwischen einem Commit und Services in Production vergehen so ungefähr 10 Minuten. Und ganz wichtig da ist natürlich auch eben für die Leute, die es gestern gehört haben, Deployment und Feature einschalten halt eben zu trennen. Also Feature-Toggles sind da verdammt wichtig, weil wir eben auch Features dann einfach einschalten können für uns intern, nur fürs Büro oder halt eben ganz langsam ausrollen. Das ist schon, also eben wenn man sich so ein paar Jahre zurück erinnert, ist das echt schon ein Riesenfortschritt, weil also ich kann mich noch gut an die Zeiten eigentlich erinnern, wo ein Deploy bei Gute Frage so aussah. Also wir hatten 4 Server, wir haben uns in der Nacht getroffen und dann gesagt, okay, ich logge mich auf den Server ein, du loggst dich auf den Server ein und dann machen wir halt irgendwie parallel ein SVN ab. Also und auf einem Server ging es halt dann nicht. Ja, also das ist schon und auch da ist es jetzt so, also die Entwickler können da ab und zu echt unangenehm sein, sage ich fast, weil die sagen, ey, es ist jetzt schon 5 Minuten rum, mein Deployment ist noch nicht rum. Ne? Und vor 2 Jahren war es so, okay, wir deployen jetzt einmal die Woche und das ist schon gut. Also damit kann man schon echt was Schönes aufbauen. Wo wir so ein bisschen noch schauen und was so, wenn man in die Zukunft blickt, was es so alles gibt, was man damit machen kann, ist eine ganz interessante Sache eigentlich CoreOS. CoreOS als Betriebssystem, auf dem man eigentlich eben auch nichts mehr machen kann. Das System updatet sich von alleine. Alles, was man, also man hat auch keinen Package Manager mal dort installiert. Alles, was man dort laufen lässt, läuft in Docker-Containern oder dann in Rocket als Alternative zu Docker. Weil damit hat man dann eben auch den Punkt erreicht, wo man eigentlich wirklich kein Chef mehr braucht oder so. Ne? Man hat ein CoreOS als Betriebssystem, das wird über Netzwerk, über Pixie und DHCP gebootet. Es gibt da nichts mehr zu konfigurieren. Es muss halt, ja, es muss sich als Mesoslave anmelden und gut ist. Die andere Sache, die natürlich auch inzwischen echt groß geworden ist, ist Docker. Es gibt auch eine Firma, die für Aurora den Docker-Support mit reingebracht hat. Also auf Mesos läuft Docker sowieso schon. Die Frameworks müssen es halt auch immer unterstützen. Das macht jetzt eben Aurora auch. Wir haben uns das noch nicht angeschaut, weil wir es eben eigentlich nicht brauchen, weil wir eben als Fat-Jar-Files haben wir unseren Container ja sozusagen schon fast. Es gibt noch so ein paar andere Projekte, die jetzt durchaus interessant sind. Also Twitter hat auch initiiert Apache Cotton, jetzt als Incubation-Projekt auf Apache. Um MySQL auf Mesos fahren zu lassen. Sehr spannend, weil es gibt eigentlich kein Persistent Storage auf Mesos.
Ist in der Datenbank natürlich schon doof, wenn man so ein bisschen abhängig von der Replikation ist, sage ich mal. Aber die haben es eben so gelöst, dass sie einfach regelmäßig Backups auf dem HDFS speichern. Das heißt, wenn man jetzt einen MySQL-Cluster auf Kotlin startet, wird das gebootstrapped von einem HDFS-Backup. Wenn der Master ausfällt, also die haben noch eine ganz normale Master-Slave-Replikation da im Einsatz, wenn der Master ausfällt, wird einfach geguckt, welcher Slave als neuer Master dienen kann. Es wird dann auf den anderen Slaves geschaut, dass der neue Master eben auch eingetragen wird. Und ja, also bin ich sehr gespannt, wie sich da das weiterentwickelt. Auch beim Thema Storage tut sich was bei Mesos, weil man eben schon gemerkt hat, oh, also ohne Persistent Storage ist es nicht immer ganz geil. Das ist definitiv was man im Auge behalten sollte und kann. Ich bin da jetzt echt durchgerast. Ich freue mich jetzt eigentlich auf eher so ein bisschen eine Diskussionsfragerunde, um da mehr zu erzählen. Ansonsten bin ich da auch erreichbar und lade gerne jeden auch irgendwie mal nach München ein, bei uns ins Büro zu gucken, um sich mal das auch irgendwie so anzuschauen. Genau. Ja. 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 Tatsächlich dann davor oft noch ein Hadoop-Get. Also sie sind schon noch so ein bisschen aufwendiger in dem, also es ist ein bisschen viel Shell-Skript noch drin, weil dann so getestet wird, okay, also man probiert irgendwie ein Aurora-File möglichst generisch zu halten, natürlich. So, jetzt haben wir Services, die Standard-Services brauchen einen Port für das Admin-Interface, das ist ganz normal HTTP. Sie brauchen einen Thrift-Port, weil wir intern per Thrift kommunizieren. So, jetzt gibt's auch noch einen Service, also das ist dann immer sehr vereinzelt, der braucht noch einen Websocket. So. Deswegen haben wir halt dann, sieht es ein bisschen komplizierter aus, wo dann ein Flag-File sozusagen es noch irgendwo gibt. Also wenn das jetzt ein Service ist, der ein Websocket braucht, dann hänge noch ein zusätzliches Command-Line an dein Java an. Ja, das ist eigentlich auch so Best Practice, dass man so generisch wie möglich eigentlich die Sachen macht. Man kann trotzdem, also auch wenn es so generisch ist, können wir trotzdem sagen, okay, der Question-Service braucht 10 Instanzen, der andere braucht nur 4. Also das wird zwar alles in einem Aurora-File definiert, aber du kannst auch, also die Aurora-Files sind nichts anderes als Python. Das heißt, du kannst auch Includes machen und so. Dadurch hast du eigentlich eine recht viele Möglichkeiten, Sachen zu machen. Genau. Und ja, also genau, also Java und alles wird per Chef installiert. Also so wenig wie möglich auch, also auch Twitter Best Practice, wenn ein Entwickler kommt und sagt, ich brauche jetzt Python Library irgendwas, dann Nein sagen, sondern halt irgendwie versuchen mit zu bundeln, also mit in den Prozess, meinetwegen per Virtual Env oder so, weil du eigentlich auf den Systemen so wenig wie möglich haben willst. Ja, genau. Ja. Ja. Also standardmäßig, also sagen wir es mal so, Es gibt bei Mesos kann man verschiedene Isolator definieren. Isolator ist zum einen eben C-Groups, zum anderen POSIX. POSIX macht nichts außer
zu melden, wie denn tatsächlich Verbrauch ist, aber nichts einzuschränken. C-Groups kann man dann für die verschiedenen Ressourcen aktivieren. Und zwar, soweit ich weiß, im Moment eben nur für CPU, Disk und RAM-Usage. Disk ist dann nochmal intern. Also C-Groups, CPU und RAM erstmal nur. Nee, das ist da noch nicht gegeben. Auch zum Beispiel ein Prozess wird zwar in einer Sandbox gestartet, also kriegt ein eigenes Verzeichnis, wird aber im Moment auch noch nicht gehindert, aus dieser Sandbox auf andere Sachen zuzugreifen. Das kann man halt dann lösen über, ich lasse das in Docker laufen zum Beispiel. Ja. Ist aber eben von dem, wo es herkommt, eigentlich noch nicht nötig, weil man eben eigentlich nicht von so einer Multitenant isolierten Sache einfach da die Historie nicht her hat. Ja. Also, da noch davor nochmal? Oder? Okay. Vor gar nicht allzu langer Zeit einen ähnlichen Vortrag gehört, der hieß allerdings Mesos und Marathon. Ja, sehr schön. Quasi war von außen aufgehoben, da hat man das Gefühl, die Infrastruktur ist total spannend, aber noch nicht wirklich stabilisiert. Du hast jetzt eben gesagt, dass, wie heißt dein Framework? Aurora. Das Aurora hat auch einen Con mit drin und eigentlich gibt es ja im Mesos-Umfeld auch nochmal das Kronos-Framework. Sehr schönes Thema. Ja. Wir haben tatsächlich am Anfang auch Mesos eingesetzt und Marathon und Kronos. Es gibt eben die Firma Mesos 4, die sich aus Ex-Twitter und Ex-Airbnb-Leuten zusammengetan hat. Die sich jetzt eben um den kommerziellen Vertrieb eigentlich von Mesos kümmern. Und die wollten eigentlich von Twitter, die Aurora schon sehr lange im Einsatz hatten, dass sie Aurora schneller open sourcen, weil du brauchst halt eben so ein Framework, das genau diese Aufgabe macht, brauchst du, damit du es sinnvoll einsetzen kannst. Twitter war nicht so schnell, deswegen haben die Mesos-Jungs Marathon auf den Markt gebracht. War also so mal schnell. Und eben auch ein Kronos, um diese Cron-Sachen zu erledigen. Beziehungsweise Kronos kommt noch von Airbnb-Zeit, also das war da auch schon produktiv im Einsatz. Läuft ganz gut. Wir sind dann aber an einen Punkt eigentlich gekommen, wo es ziemlich verbuggt war. Also wir hatten dann oft das Problem, dass dann Marathon nicht mehr gesehen hat, dass irgendwelche Prozesse liefen. Oder dann halt auf einmal irgendwie 20 Instanzen von einem Service, der nur neunmal laufen sollte, lief. Und Marathon hatte dann irgendwann mal eben das Problem, dass es am Anfang schon stabil war und dann wurde es halt immer mehr Feature erweitert und es wurde eher instabil. Deswegen haben wir dann an irgendeinem Punkt, weil dann Twitter inzwischen eben auch schon Aurora, was halt im Vergleich zu Marathon tatsächlich dann schon 2 Jahre bei Twitter produktiv im Einsatz war und einfach einen reiferen Eindruck gemacht hat und auch, also zwar von der Konfiguration dieser Aurora-Files sind etwas aufwendiger als die Marathon, wo man nur per Post zum Beispiel einen neuen Task aufmachen kann. Aber wie gesagt, Aurora läuft für uns stabiler. Also wir hatten mit Marathon und Kronos immer wieder mal Kopfschmerzen, seit Aurora an der Stelle eigentlich nicht mehr. Also für uns ist es eigentlich jetzt so ganz, ganz produktiv, sage ich mal. Ja. Ja. Also es kann schon ab und zu recht haarig sein, sage ich mal so.
weil dann oft auch halt irgendwie dann, ja, den Fehler, den man bekommt, nicht wirklich aussagekräftig ist. Inzwischen ist es aber so, also entweder haben wir jetzt einfach weniger Fehler, oder es ist tatsächlich nicht mehr so ein Pain. Nee, also das ist im Moment kein Pain mehr für uns. Das passt, was natürlich schon wieder so, ja, auch gerade jetzt am Anfang bei Mesos war, ist, dass halt recht häufig nochmal Releases waren und man doch irgendwie immer nachziehen will. Da haben wir uns am Anfang bei den ersten Versionen auch die Produktivumgebung zerbombt irgendwie. Auch wenn laut Doku das alles ganz schmerzfrei läuft. Also und inzwischen auch gefühlt ist es tatsächlich besser. Also ist auch sowas, was ich jetzt aus dieser MesosCon Keynote von Apple mal mitgenommen habe, ist, wenn dir der Master abschmiert, dann atme erstmal tief durch und schau mal, dass du ihn wieder zum Laufen kriegst, weil auch wenn der Master nicht läuft, deine Slave-Prozesse laufen alle weiter. Und wenn der Master dann wieder hochkommt, findet er auch normalerweise die Slaves wieder und sieht dann, was alles läuft. Also ein abgestürzter Master ist noch gar kein Problem. Aber ja, also neue Technik hat immer irgendwie so Schmerzen. Wie gesagt, im Vergleich zu dem, was wir davor hatten, fühlt sich das jetzt wesentlich besser an. Ja. Ja. Oder, ja, mach ich hier vorne. Jetzt nochmal bei der Open, mit dem Local Lens, wie funktioniert das, wenn da jetzt neue Worker da sind? Wie, woher wissen dann die Contents? Ja. Also zum einen ist es so, unsere Microservices sind in Scala mit Finagle. Das ist von Twitter so ein Scala-Microservice-Gedöns. Das hat eine eingebaute Service Discovery auch schon eh über Zookeeper. Also da läuft es so, dass im Prinzip, was ich vorhin beschrieben habe, werden eben Server-Sets im Zookeeper abgelegt. Es wird ein Watcher drauf gemacht, sodass man Veränderungen mitbekommt. Das heißt, die Finagle-Clients kriegen das so darüber mit. Für andere Sachen haben wir noch ein kleines Tool gemacht, wobei das ja, gibt es auch schon von Tellapart richtig Open-Source-Lösungen, die dann, also bei uns jetzt eine HA-Proxy konfigurieren, eben aus der Zookeeper-Config oder halt eben jetzt Tellapart macht es mit Nginx, sodass man halt dann einen HA-Proxy hat, den man ansprechen kann, dann entweder über den Host-Header wird dann geschaut, auf welche Kiste man landet oder halt eben über einen festen Port. Das ist nochmal ein separates Tool, genau. Also das Schöne an dem Aurora ist eben auch nochmal, dass, also bei den Services ist es so, dass die Services eben in den Zookeeper schreiben, also das Verantwortlichkeit der Services. Twitter sagt inzwischen auch, dass es eigentlich nicht zu den Services gehört, sondern eben zum Framework, also zum Aurora. Deswegen ist es auch bei Twitter so, dass Aurora diese Sachen in Zookeeper schreibt und die haben das gleiche Format. Also das ist eben das Schöne, man braucht da nicht viel ändern, wenn man es eben schon im Einsatz hat. Das heißt, das HA-Proxy-Zeug, was wir haben, ist egal. Ja, also auf Zookeeper schmeißen und gut ist. Ja. Ich kenne es schon noch auch von anderen Firmen, die dadurch, dass man in diese Aurora-Jobs auch mehrere Prozesse parallel laufen lassen kann, dass die dann zum Beispiel mit in diesen Job einen HA-Proxy reinpacken, wo dann eben alles lokal angesprochen wird. Also du hast dann keinen zentralen Load Balancer mehr, sondern die Jobs connecten sich local auf Localhost und auch der wird dann irgendwie über bestehende Config-Files so konfiguriert, dass
darüber dann die Service Discovery funktioniert. Andere Leute machen es eben auch mit DNS. Also das gibt's alles. Das ist schon kurz bei den Master-Abschieden. Wie ich das verstehe, das ist eine Master-Abschied zu einer Zeit für das komplette Universum. Wie viele Nodes kann ich da reinhängen? Also Twitter mit ihren, sie sagen es ja leider nicht, aber sie sagen, wir sprechen immer von mehreren 10.000 Nodes, deswegen sage ich jetzt einfach mal 40.000 Nodes, sind ganz lange mit 3 Zookeeper-Servern und 3 Masternodes gefahren. Die haben, also zumindest für diese Master-Election-Sache, die sind dann weggegangen und haben einen eigenen Zookeeper-Cluster mit mehreren Nodes, allerdings mit einem fest definiert wenigen Quorum-Members, die also ja, viele Read-Slaves und nur ein paar wenige, die sich entscheiden, weil sonst wird es langsam. Für diesen Master-Teil, wie gesagt, ganz lange 3 Zookeeper-Nodes, 3 Master-Nodes und das haben sie erst Anfang des Jahres, so wie ich es mitbekommen habe, sind sie auf 5 gegangen, weil sie halt gesagt haben, okay, dann kann einer ausfallen und einer kann in Maintenance sein. Weil eben gerade bei ein Master ist immer aktiv, die anderen sind im Standby. Die machen eine Master-Election über einen Zookeeper eben. Also im Zookeeper hat man die Möglichkeit, man kriegt eben einen Log auf einen Pfad und wenn man sich nicht meldet, wird dieser Log gelöscht und dann kann der Log von jemand anders übernommen werden und dann wird das der Master. So läuft diese Master Election ab im Zookeeper. Genau. Die Slaves wiederum bekommen eben auch nur als Connection-Info die Zookeeper-Server und den Pfad im Zookeeper. Und da sehen sie eben auch gerade, wer ist denn der aktive Master und dann melden sie sich an den an. Und über Zookeeper läuft dann eben auch so ein bisschen State. Also im Zookeeper wird schon auch gespeichert, was es für Slaves alle gerade gab, um dann zu gucken, welche noch fehlen und da so ein bisschen Output zu geben. Genau, das sehe ich dann auch, wo meine Jobs sozusagen gerade laufen. Und wenn wir nur noch in der Masse mal auf Achtung kommen, damit ich ein Dashboard will, ist der entweder hochkommt oder ein anderer. Ja. Ja, genau. Aber das geht recht zügig. Jobs wie liefen, so ein Report an sich gibt es da nicht. Also das, wenn der dann tatsächlich fertig ist, dann taucht er halt auch nicht mehr auf. Bitte? Ja. Ja. Diese Sachen liegen auf den Slaves drauf. Also da kann man eben auch, wenn man es nicht machen soll, kann man tatsächlich auch auf die Slaves SSH und sich in die Logfiles gucken, beziehungsweise wir machen es eh so. Also der Standard-Out und so wird alles gepiped an Logsash und landet im Syslog, im Greylog. Nee, wenn man da draufklickt, wird man sozusagen also tatsächlich auf den Slave direkt connected. Auf dem Slave läuft dann der Thermos. Thermos ist noch so eine Company, die ich überhaupt nicht erwähnt habe, die aber eigentlich, also die gehört zu Aurora dazu. Das ist eigentlich das Teil, der die ganzen Sachen dann ausführt. Und der kümmert sich dann eben um die Übersicht und ist auch eben der Webserver, wo du dann auf die Logfiles drauf zugreifen kannst. Genau. Deswegen gesagt, ich bin jetzt bei 10 Servern, da war schon die Überlegung, will ich das alles machen? Jetzt hast du es einmal gemacht mit deinen Leuten, würdest du sagen, 10 ist so, da darf man anfangen? Würdest du sagen, wenn ich nochmal anfange, fange ich bei meinen ersten 3 Servern schon mit so einer Architektur an? Oder sagst du, die 10 waren eher früh, also man sollte das also
Angefangen haben wir tatsächlich mit nur 6 Servern. Du musst dir natürlich schon überlegen, also wenn du eh vielleicht noch irgendwie VMs rumliegen hast, sozusagen, also weil du brauchst halt mal mindestens 3 Zookeeper-Nodes und 3, also wir lassen sogar, auch wenn es jetzt nicht ganz sauber ist, die Zookeeper-Server und die Mesos-Master-Server auf den gleichen Nodes laufen. Das heißt, wir haben da 3 VMs. Das ist recht wenig Overhead, sage ich mal. Und dann bei 3 Servern ist es schwer zu sagen. Irgendwie. Also wenn man, was ist halt die Alternative dazu? Ist so ein bisschen schwierig, weil wenn man so ein System haben will, wo man einfach irgendwie drauf deployt und es läuft dann irgendwo, dann kann es vielleicht auch schon bei 2 Servern Sinn machen. Vielleicht. Aber ja, also ich glaube, es ist halt schwer zu sagen. Also wenn man in Zukunft sehen könnte und weiß, okay, in einem halben Jahr bin ich super erfolgreich und ich wachse garantiert, dann würde ich vielleicht auch schon mit 2 Servern anfangen, weil dann weiß ich halt, okay, ich habe keine Probleme, in einem Monat 4 Server dazuzustellen und in 2 Jahren, wenn ich Facebook-Größe habe, stelle ich halt noch 20.000 Server dazu. Sagt mir meine Glaskugel. Ja, also. Ja. Du hast eben was von, man braucht ja einen Log-Aggregierungskram. Wird das auch außerhalb von der Mesos-Cluster gemanagt und auch von Hand Na, von Hand gepflegt nicht, also weil das wird über Chef, ja. Also das ist schon so, es gibt vielleicht schon noch so vereinzelte Systeme, die ein bisschen per Hand gepflegt sind, aber eigentlich alles, was produktiv läuft, muss über Chef laufen, weil, ja, geht nicht anders. Ein Greylock wird über Chef installiert und auch da hast du eben halt im Moment noch so ein bisschen eben das Problem mit Persistent Storage. Du brauchst irgendwo das, wo es persistent speichert, weil, also man könnte zwar das natürlich so machen, also wenn du Aurora Files hast, wo ein Host Limit auf 1 gesetzt, also du weißt, es kann maximal nur eine Instanz auf einem Host laufen, dass du dann eben auch aus dieser Sandbox ausbrichst und halt unter varlib oder so ein Data-Verzeichnis für einen Elasticsearch oder so hast. Genau, aber also das ist halt das Nächste. Ja? Damit könntest du halt zumindest irgendwie so ein bisschen Persistenz reinbringen. Aber also, wir haben es auch letztens mal nicht probiert, sondern auch erfolgreich, muss ich mal zeigen, gemacht, eben auch ein Redis auf Aurora laufen zu lassen und da eben auch wie bei dem Apache Cotton halt eben so eine Sache hier, ich starte mehrere Redis-Instanzen, diesen Cluster, ganz normal Redis Master Slave. Wenn der Master ein Backup auf die Platte gespeichert, dann checkt das ein Shell-Skript, das kriegt das mit und haut diesen Dump aufs HDFS. Wenn der Master ausfällt, oder ein neuer Slave dazu gekommen, dann wird auch über einen Zookeeper geguckt, wer ist gerade aktuell Master oder muss ich einen neuen Master definieren, wird das automatisch gemacht. Wenn es den Cluster noch gar nicht gibt, wird am Anfang eben vom HDFS gebootstrapped. Also das kann man irgendwie umschiffen, dieses Storage-Problem im Moment noch. Ist halt so ein bisschen fummelig. Aber er sagt, eigentlich so ein bisschen ist die Idee schon so, dieses 12-Factor-App, wo halt ja mit ein Punkt ist, du hast kein Local Persistent Storage irgendwie, also speichere nichts auf Platte, was du woanders brauchst. Woanders ist, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja.
Ja, genau, also dieses Cotton ist jetzt so. Ja, genau, ist das eigentlich Meisos? Haben sie jetzt in Cotton umbenannt. Genau, also dieses Storage-Problem ist da noch immer irgendwie. Ja, definitiv. Gut? Oder ja, sorry. Also, ich weiß leider nicht genau, wie diese Storage-Primitiven bei Mesos jetzt implementiert werden sollen. Keine Ahnung. Man kann natürlich auch jetzt schon eben mit Ceph und das wird überall gemountet irgendwie, kann man aus der Sandbox eben drauf zugreifen. Das würde jetzt schon auch gehen. Ob es da jetzt tatsächlich Bestrebungen gibt, wie das umzusetzen, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, weil da bin ich aus Mesos praktisch zu weit draußen. Cool, dann danke, dass ihr so lange durchgehalten habt.